Stärke und Gutwilligkeit zum Ausdruck bringen. Nachdem der Buddhismus sich etabliert hatte, entstanden im Lauf der Jahrhunderte mehr als 6000 Klöster, in denen sich gewaltige Schätze an historischen Texten ansammelten, neben heiligen Schriften auch Werke über die tibetische Geschichte. Mithilfe einfachster Drucktechniken vervielfältigten die Mönche in ihren Klosterwerkstätten sorgfältig wichtige Werke über die tibetische Geschichte, Medizin, Astronomie und Astrologie sowie Schriften über ihre spirituellen und kulturellen Praktiken. Zu Trison Detzens Vermächtnis gehörte eine vollständige Übersetzung der buddhistischen Schriften aus dem Sanskrit ins Tibetische. Darüber hinaus ließ er die Werke auch sortieren und kategorisieren und führte in Tibet das erste Bibliothekssystem ein. Viele Klosterbibliotheken hatten die Aufgabe, die tibetischen Übersetzungen der originalen buddhistischen Schriften zu bewahren. Leider wurden die meisten Klöster und Archive von den Chinesen während der Kulturrevolution geplündert und zerstört. Heute gibt es nur noch 17 aktive Klöster. Vor 1959 waren es 6250. Die erste religiöse Gemeinschaft, die orthodoxen buddhistischen Prinzipien folgte, entstand 779 nach Christus in Samye, direkt südlich von Tibets Hauptstadt Lhasa. Der Klosterkomplex ist um einen besonderen Bau herum gruppiert, der den Berg Meru symbolisiert, die spirituelle Heimat der Götter und das mythologische Zentrum der Welt. Dem Plan der Anlage liegt ein Mandala zugrunde, das Symbol für das traditionelle buddhistische Weltsystem. Dieses Kloster war eine richtige kleine Stadt. Es bestand aus 108 Gebäuden, in Anlehnung an die 108 Bände, in denen Buddhas Lehren niedergelegt sind. Die Gebetshalle des Klosters, der Vihara, verbindet architektonische Elemente aus Indien, China und Tibet zu einem ganz einzigartigen Stil. An den vier Seiten der Anlage, umgeben von einer Umfassungsmauer, stehen vier Stupas, die entsprechend der klassischen Kosmogonie Indiens die vier Kontinente symbolisieren. Es dauerte 12 Jahre, bis das Projekt fertiggestellt war. Die anschließenden Feierlichkeiten währten ein ganzes Jahr. Mit dem Bau dieses Klosterkomplexes begann in Tibet die Organisation der Mönchsgemeinschaften. Einigen Mönchen wurde der Titel Lama verliehen, der nur den fortgeschrittensten und gelehrtesten Weisen vorbehalten ist. Nur diese sind autorisiert zu lehren, Rituale durchzuführen, andere auszubilden und sie entsprechend ihrer individuellen Befähigung zur Erleuchtung zu führen. Der tibetische Buddhismus basiert auf der Prämisse, dass jedes lebende Wesen sich nach Glück sehnt und den Wunsch hat, Leiden zu vermeiden. Allerdings suchen die meisten von uns das Glück, laut dieser philosophischen Tradition, in den falschen Dingen und mit den falschen Methoden. Wir glauben, dass Geld, weltliche Vergnügungen oder andere Beziehungen als die, die wir haben, uns glücklicher machen. Der Buddhismus lehrt, dass die Quelle des Glücks in unserem Geist liegt, in der Kultivierung konstruktiver Verhaltensweisen und gesunder Beziehungen mit uns selbst und mit anderen. Das Glück findet seinen Ausdruck in der Liebe und dem Mitgefühl, das wir anderen entgegenbringen. Durch Meditation können wir unseren eigenen Geist kennenlernen und die Wirklichkeit sehen, so wie Buddha es tat, und uns so aus dem Kreislauf von Geburt, Leiden, Tod und Wiedergeburt, der Samsara, befreien. Der Dalai Lama sagt, dass der tibetische Buddhismus eine Tradition sei, die besonders reich an Symbolen ist. Jedes dieser Symbole hat viele verschiedene Bedeutungsebenen. Manche von ihnen sind einfach, andere äußerst tiefgründig, weil die äußeren Formen dazu dienen, innere geistige Werte auszudrücken. Das Rad der Lehre, des Dharma, repräsentiert den ersten Schritt in Buddhas Lehre, den edlen achtfachen Pfad. Kurz gefasst, moralische Selbstdisziplin, Konzentration und Weisheit. Rotation bringt das Rad vorwärts und mit jeder Umdrehung vergrößert sich das Wissen. Das Rad des Lebens besteht aus drei konzentrischen Ringen.
Im Zentrum finden wir die Ursachen des Leidens. Unwissenheit, Gier und Hass. Symbolisiert durch ein Schwein, einen Hahn und eine Schlange. Im nächsten Ring befinden sich die 6 möglichen Bereiche der Wiedergeburt. Und im äußeren Ring die 12 Kettenglieder, aus denen sich der Teufelskreis von Samsara zusammensetzt. Der Kreislauf von Wiedergeburt, Leiden und Tod. Dieses Rad symbolisiert die nicht erleuchtete Existenz. Der Herr des Todes herrscht über jeden dieser Ringe und sorgt dafür, dass sich das Rad immer weiter dreht. Das Rad der Zeit steht für die zeitlichen Zyklen und ihren Rhythmus endloser Bewegungen, denen das Leben entspringt. Der erste Ring steht für die kosmische Zeit, der zweite für die inneren Rhythmen von Körper und Geist und ihre Beziehung zueinander. Der dritte Ring repräsentiert den Weg zur Erleuchtung. Voraussetzung dafür ist die Läuterung in den beiden anderen Ringen oder Zyklen. Das Mandala ist ein Symbol für den buddhistischen Kosmos und hat 2 Bedeutungen. Zum einen symbolisiert es das gesamte Universum, das der Praktizierende im Austausch gegen Unterweisung und Inspiration als Opfer darbietet. Zum anderen stellt es die Heimstatt des Buddha dar, des voll erwachten Bewusstseins und die Ebene, von der aus das erleuchtete Wesen wirkt. Indem der Praktizierende sich selbst im Zentrum des Mandalas visualisiert, entwickelt er die Qualitäten eines Buddha. Der Potala-Palast mit seinen Hunderten von Räumen ist das höchstgelegene Gebäude der Welt. Seit dem 14. Jahrhundert war es der Klostersitz und die Winterresidenz der Dalai Lamas und früher auch der Sitz der tibetischen Regierung. Die Tibeter, im Westen bekannt für ihre tiefe Spiritualität, ihre einzigartige Architektur, ihre Literatur und ihren unabhängigen Geist, sind auch berühmt für ihre Medizin und Heilkunst. Eine hochentwickelte Naturheilkunde, die sich der Behandlung aller denkbaren gesundheitlichen Störungen und Krankheiten widmet. Als Begründer der tibetischen Medizin gilt Yutok Yonten Gonpo, dessen klinische Experimente auf einer Kombination aus Kräuterheilmitteln und buddhistischer Praxis basierten. Er schrieb seine Mittel und Methoden in 4 medizinischen Tantras nieder, Abhandlungen über die richtige Behandlungsweise. Die angesehensten Ärzte Tibets können die 1400 Seiten dieser Tantras auch heute noch auswendig rezitieren. Diese Tantras beschreiben 84.000 Krankheiten, gruppiert in mehr als 1000 separate Kategorien, für die 2000 Mischungen aus Kräutern und Mineralien als Heilmittel aufgelistet sind. Diese 84.000 Krankheiten haben ihre Entsprechung in den 84.000 krankmachenden Emotionen oder ungesunden Geisteshaltungen, die in den buddhistischen Schriften beschrieben sind. Die tibetische Medizin führt alle Krankheiten auf ein Ungleichgewicht zwischen den 3 Energieprinzipien zurück, die den menschlichen Körper beherrschen: Wind, Galle und Schleim. Die buddhistischen Ärzte sagen, dass eine angemessene Geisteshaltung zusammen mit der richtigen Lebensführung dieses Gleichgewicht wiederherstellen kann, weil dadurch Störfaktoren wie Gier, Stolz, Ehrgeiz, Frustration, Neid und Unzufriedenheit beseitigt werden. Indem wir mit unserem Geist arbeiten und diese destruktiven Emotionen eliminieren, können wir das Gleichgewicht zwischen den 3 Prinzipien wiederherstellen. Für die Tibeter und ihre spezielle Form des Buddhismus gibt es weder Anfang noch Ende. Leben und Tod bilden eine Einheit. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Für den Dalai Lama ist die Meditation über den Tod gleichbedeutend mit der Erforschung eines unbekannten Territoriums. Der Tod ist unvermeidlich. Der Tod wird